Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Awakening. Weiter geht's in den Schwarzmarschen. Oh, und da kommt schon wieder irgendwas. Eine Larve der Kinder. Okay, die ekelhaften Viecher hier wieder, ne? Warte mal, ich sehe schon, das wird ein bisschen Überhand nehmen, wenn ich das nicht stoppe. Deswegen mache ich das mal eben so. Schön. Ihr seid erstmal alle eingesperrt, ihr Mistviecher. Oh oh. Kriegt ihr das hin, Leute? Ja, die kriegen das hin. Wunderbar. Oh, warte mal. Gut. Hand des Winters. Okay. Die sind ganz schön eklig, oder? Diese Larven der Kinder. Hm. Naja, von denen haben wir ja schon öfter was gesehen. Aber jetzt will ich da erstmal schauen. Was haben wir denn hier noch alles? Da haben wir noch einen Riss im Schleier. Und Christophs Körper. Ja, dann hat das wohl nicht überlebt, der Arme. Aber irgendwas muss da ja noch zu tun sein. Naja, wir gucken erstmal den Rest. Ich meine, er ist ja tot, der kann ja warten. Ein Drachenknochen und eine... malerischer kleiner Ort, nicht wahr? Abgesehen davon, dass er verfallen und verflucht ist, natürlich. Ja, da könntest du recht haben. So. Wunderbar, dann hätten wir ja erstmal alles. Oh Mann, Christoph. Ah, der sieht nicht gut aus. Ja, das ist euer grauer Wächter. Die Mutter sagte mir, wenn er zu diesem Ort gelockt wird und erschlagen, würdet auch ihr irgendwann kommen. Und die Mutter, sie hatte recht. Die Mutter hat immer recht. Ja, hat sie euch auch gesagt, dass ihr für die Ermordung, dass ihr für die Ermordung eines grauen Wächters bezahlen werdet? Die Mutter, sie ist keine Prophetin. Aber sie ist überaus weise. Oh ja, das ist sie. Ich, hier vor euch seht ihr den Ersten. Und ich überbringe euch eine Nachricht. Die Mutter, sie gestattet euch nicht, seinem Plan zu helfen, selbst wenn ihr es nicht wisst. Deshalb schickt sie euch ein Geschenk. Was ist da los? Und wer ist er? Ist es der Architekt? Sind die vielleicht doch gegeneinander? Nein, wir sind auch ins Nichts gekommen. So kann es nicht sein. Ah, du Blödmann. Was habt ihr getan? Ich verlange Antworten. Auch ich tue das. Das ist nicht, was sie gesagt hat. Ich bin verraten. Ich konnte meiner Mutter auch nie trauen. Jetzt bin ich mit euch gefangen im Nichts. Ach, wie dumm war ich. Du bist dumm. Ich werde erst euch erledigen und mich dann um die Mutter kümmern. Ich denke mir, die Mutter interessiert nicht, was mit dem Ersten geschieht, wenn nur das graue Wächter besiegt wird. Ich überlasse euch den Kindern. Ich werde meinen eigenen Weg zurück in die Welt finden. Zurück zu der Mutter. Okay. Das können wir ja mal versuchen. Warte mal. Ich glaube, ihr habt da keine Chance, meine Freunde. Wie immer. So, erstmal aus. Dann gibt's Eis für euch. Kinder, es gibt Eis. Ach, der ist ja schon futsch. Mist. Oh. Das ist ja eine besonders starke Larve hier. Was war das für ein Eine Alpha-Larve.
Gehört sie auch zur dunklen Brut? Noch mehr sprechende dunkle Brut. Und dann gibt es jetzt auch noch eine Mutter. Wie rührend. Ja, ne? Ist richtig knuffig. Ach, hier im Nichts ist noch alles intakt. Das Haus steht noch. Na gut, hier schwebt auch ein bisschen was in der Luft. Ja, ich darf nicht vergessen, im Nichts können wir nichts bei uns tragen. Haha, im Nichts können wir nichts. Ja, es ist tatsächlich so. Da ist alles immateriell, wenn man so möchte. Also, es gibt nur vielleicht geistige Erfahrungen, die wir sammeln können. Ach, guck mal, hier kann ich durch den Riss vielleicht. Oh, oh, oh. Was bist du denn? Ein niederer Schatten. Warte mal, du hast doch bestimmt Magie in dir. Ihr habt alle Magie in euch. Seid ihr doof? Oh, Nathaniel hat ein Level-Up. Das ist ja schön. So. Was war das denn? Bündnistrennung? Ach, war das hier für die, ne, für die Entitäten, die ich da... Ah, keine Ahnung. Was? Er hat dann eben so viel... Warst du das, Anders? Oder war das Nathaniel? Ich hab's gar nicht gesehen. Auf jeden Fall hatte das Vieh doch eben viel mehr... ätherischer Rundumschlag. Okay, also kann ich hier wohl doch was aufsammeln, wie ich sehe. Na gut, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber was soll's. So, ich warte noch ganz kurz, bis das voll ist. Da sind doch bestimmt noch mehr Schatten, oder? Dämon der Wollust. Ach so, das sind diese komischen Trullas. Ja, ja, ja. Kann ich die auch angreifen? Kann ich. Kann ich, kann ich, kann ich. Aber wisst ihr was? Wie ihr meint. Gut. Haha, ihr seid so blöd. Ja. Triple K.O. nennt man sowas. Ach, guck mal, hier ist eine Truhe. Aha. Riss im Schleiervorrichtung. Deine Taten im Nichts haben Auswirkungen auf die Welt der Sterblichen. Ach, sieh mal, so kann ich mir jetzt hier die Risse quasi alle einzeln öffnen, oder was? Essenz der Konstitution. Ah, permanent plus eins auf Konstitution. Können das eigentlich auch meine Gefährten nehmen, oder kann nur ich das? Weil das wäre doof, dann habe ich das jetzt nämlich genommen, obwohl es vielleicht jemand anders hätte besser gebrauchen können. Naja, ist jetzt auch egal. Warum hat das so lange Abklingzeit? 40 Sekunden. Ist doch viel zu lang, Mensch. Weil jetzt kommen bestimmt wieder Magieviecher. Ja, kommen auch. So, meine Freunde. Putsch! Oh, hi. Ein höherer Schatten. Ne? Oh, Mann. Ihr Viecher. Sehr schön. So, warte mal. Wie kommst du denn? Ah, ne, der ist ja schon tot. Aua. Haut den mal um, bitte. Jawohl. Hat da eben jemand gelacht? War das das Vieh wieder? Aha. Ich bin immer gespannt, ob der erste hier rauskommt. Wenn es wirklich das erste Vieh ist, dann wäre es vielleicht ganz interessant, mal mit dem zu reden. Ich gebe zu, ich habe vielleicht ein bisschen vorschnell den Kampf gewählt, aber ich glaube, da wären wir nicht drum rumgekommen. Weil es würde mich echt mal interessieren, was es mit diesem... das sind ja noch mehr von diesen Flammenwesen. Es würde mich echt mal interessieren, wie das entstanden ist. Wie ist das... Ja, wie ist es einfach dazu gekommen, dass diese Viecher auf einmal reden können? Das muss ja irgendwie eine große Wende mit sich gebracht haben. Wahrscheinlich auch irgendwas mit dem Erzdämon. Der Stärke. Kannst auch du das? Aber ja, natürlich! Nee, kann er nicht. Kann nur ich. Och Mann, das ist ja doof. Warum kann ich das nur mit meinem Hauptcharakter... Dämon des Zorns. Ach, wisst ihr was? Das ist so schlecht. Oh, was ist da los? Ein Lyrium-Podest. Die haben überhaupt keine Chance, die Viecher. Deine Taten im Nichts haben Auswirkungen auf die Welt der Sterblichen. Und Ogryn hat ein Level-Up. Sehr, sehr schön. Nicht, dass ich den jetzt bräuchte, aber... Oh, was ist das? Willenskraft. Ja, das kann ich gebrauchen. Allerdings... Das ist gut. Also das... Der Mana-Stoß, der ist echt übermächtig. Der zerlegt sofort jede Zauberkreatur hier. Die haben überhaupt keine Chance. Das ist schon krass, ne? Ach, guck mal, hier ist es wieder... Ja, ist wieder so ein Altar mit den Trollas. Oh, komm, schneller ab. Warum klingt das nicht ab? Doch, tut's. Aber so langsam, man sieht's kaum. So. Ja. Und auch hier wieder... Der Schleier ist gelüftet. Habt ihr noch was Schönes? Nö. Okay. Na gut. Ja, das ist... Das macht das echt ein bisschen zur Farce, diese Kämpfe. Weil hier im Nichts hat scheinbar jede Kreatur Mana. Ich meine, muss ja auch. Denn es ist ja auch so...
geschrieben. Ach, warte mal, was steht da? Runensteine. Kann ich da irgendwas mitmachen? Ich meine, immerhin braucht man ja gewisse Fertigkeiten, um mit dem Nichts irgendwie... Okay, muss ich den in einer bestimmten Reihenfolge? Wird erledigt. Ach, guck mal. Das ist die 1. Nope. Ja, man muss halt Mana besitzen, um mit dem Nichts irgendwie in Kontakt kommen zu können. Beziehungsweise auch Emotionen dazu, weil ihr wisst ja, die Geläuterten, die können ja nicht mehr von Dämonen beherrscht werden, weil sie eben keine Emotionen mehr verspüren. Ich werde es tun. So, der. Dann vielleicht der. Ja. Okay, ich speichere hier mal. Na komm, die Packer nicht erdrücken. Betrachtet es als erledigt. Ich bin ja mal gespannt. Betrachtet es als erledigt. Nein. So, nochmal. Das, das, das. Und jetzt. Das. Betrachtet es Jawohl. Als erledigt. Was passiert? Ich habe alle aktiviert. Und nun? Gar nichts. Wahrscheinlich muss ich das nochmal in der Welt der Lebenden machen. Wenn ich mich dann überhaupt noch dran erinnern kann, wie die Reihenfolge war. Aber naja. Oh, wieder so Trollas hier. Komm mal her. Wo haben wir es da? Putsch. Es ist vergleichsweise so... Ich weiß nicht. Was? Im Kampf nicht möglich? Es ist so ein geringer Effekt vergleichsweise, ne? Oh, jetzt habe ich wenigstens mal ein bisschen Spaß hier. Komm mal her. Kommt mal alle ran, Kinder. So, und jetzt machen wir erstmal das hier. Ah ne, bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Erstmal das hier. So. Zweimal Hand des Winters geht auch, immerhin. Was hast denn du Schönes? Ich habe kein Mana mehr. Ah, das war's schon. Na supi. Alles klar, erstmal die Schleiervorrichtung. Und was haben wir hier? Magie. Magie ist immer schön, da freue ich mich doch. Magie ist wunderbar. Wahrscheinlich kann ich die später gar nicht mehr nutzen, diese ätherischen Wundumschläge. Oh, was ist da? Essenz der Geschicklichkeit. Essenz der Geschick... Warum kriege ich zweimal Geschick? Warum nicht dreimal Willenskraft und zweimal Magie oder so? Das würde mir viel besser passen als der andere Schund. Ah, die Spinne. Klack. Ich find's lustig, was die für Geräusche macht. So, jetzt haben wir hier noch Runenkreis, ja. Hier ging's, glaube ich... Oder ging's da noch weiter? Habe ich jetzt gar nicht geschaut, ob's hier neben am Rand entlang geht. Nö. Oder? Kann ich auch hier durchs Wasser? Nö. Sind wasserscheu, die Typen. Ist das ein Waschbrett? Ja, tatsächlich. Ich dachte eben, es wäre ein Dokument. Was ich dann wohl nur in der Welt der Lebenden wieder lesen kann. Ich habe ja keine Ahnung. So. Mich würde mal interessieren, was hier in der Mitte ist. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe nur... Aber ich würde Milady niemals widersprechen. Nein, ich habe nicht... Nein, bitte, Herrin! Habt Gnade! Nein! Seht ihr da oben den Kopf? Wie derbe ist das denn? Wir machen also einen Ausflug in Traumdorf. Ich glaube ja. Oh nein. Die ganzen Schatten hier, kommt mal her. Kommt mal beisammen, bitte. Bitte einmal versammeln. So, geht doch. Ach, das war's schon. Da ist noch einer. Wo ist er, wo ist er? Ich krieg ihn nicht anvisiert. Da. Ach, die haben doch keine Chance, diese blöden Schatten. Ach komm, die kann ich auch liegen lassen, oder? Ich meine, das sind nur diese blöden Wundumschläge. Die braucht doch keiner. Oh, eine Lyriumader. Was? Eine einsame Seele. Ihr seid kein Geist wie all die anderen. Wie seid ihr hierher gelangt? Ich bin mir nicht sicher. Möglicherweise träume ich ja. Träumen? Wie seltsam, so etwas zu sagen. Die Asche meines Großvaters liegt hier begraben. Ich komme ihn häufig besuchen. Er war der Letzte, der in Schwarzmarschen geblieben ist. Als er starb, gab es in dem Dorf niemanden mehr, der die Erinnerung bewahrte.
Ihr wisst aber, dass hier ist das Nichts, oder? Dies hier? Natürlich weiß ich das. Es ist nicht... Oh nein, sie sind zurück! Schnell, versteckt euch in der Gruft! Warum sollte ich? Oh, Skelette? Was ist denn das? Verzehrendes Skelett, okay. Naja, ich meine, die scheinen nicht schlimm zu sein, die Viecher. Oh, da treffe ich die Spinne mit und Ogryn. Hi, so treffe ich nur die. Ja. Warum? Nur weil ich mich kurz bewegt habe, ist das abgebrochen jetzt, das Zauber wiederherstellen? Das ist doch Schied! Och man. Was haben wir denn da noch Schönes? Warte mal, bevor da jetzt jemand hinrennt. Oh ne, Spidey! Ich hab Spidey getroffen. Ach naja, die werden schon überleben. Was macht sie in der Gruft? Geheimnisvolle Gruft. Na, da kann ich doch nicht widerstehen, wenn sie schon geheimnisvoll ist. Da muss ich da ja was Geheimnisvolles drin befinden. Hallo, gute Frau. Oh, oh. Ja, ich dachte es mir schon. Ach, ihr seid ja nicht mal gelb, das ist ja langweilig. So, kann ich da irgendwas Schönes machen? Ja, nicht wirklich. Gut. Oh, 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 oh. Der ist schon eine härtere. Ja, ihr macht das schon, Leute. Ich vertraue euch da voll und ganz. Oh, oh. Oh, und der Pendel kriegt gerade auf Schnauze. Was ist da los? So. Haut ihn mal weg, bitte. Dankeschön. Was habt ihr denn? Ätherischer Wundumschlag. Die haben alle nur Wundumschläge, oder? Ätherischer Lyriumtrank. So, so. Endlich mal ein Lyriumtrank, obwohl ich die ja auch nicht gerade brauche. Guck mal, sie kommt hier natürlich unbeschadet durch. Bei mir stehen die Toten wieder auf. Was ist da los? Warum macht ihr das bei mir und nicht bei ihr? Weißt du, Anders, du könntest es auch ein bisschen leichter für uns alle machen, wenn du mal nicht reinrennst. Dann kann ich nämlich wunderbar einen Feuerball reinplatzieren. Etwa so. Ja, dann kriegst du ihn halt mit ab, ne? Aber hättest du nicht, wärst du nicht reingerannt. Ich sag nur. So, warte mal. Hier kommt Ogryn. Was macht denn Anders gerade? Irgend so ein Mahlstrom? Ja, gut. Ach komm. Fantastisch. So, nehmen wir das alles mal mit. Ich brauch's eh nicht. Komm. Sagen wir mal, wie es ist. Was haben wir hier? Essenz der Klugheit. Das finde ich doch nett. Ich bin so klug. KLUK. Oh, oh, da geht's ja noch viel weiter. Och man, Ogryn. Och, Kinder, ihr rennt aber auch immer gleich überall rein, ne? Überall rennen sie rein, die Schweine. So. Hallo. Wo rennst du denn jetzt schon wieder lang? Oh. So. Der wurde schon wieder nicht gefangen, kann das sein? So. Ihr Penner ist da oben. Könnt ihr mal aufhören, bitte? Komm, ich zeige euch mal, wie das geht. So. Vielleicht bin ich nicht zu besiegen. Ihr seid zu hastig. Ja, so geht das. Was haben wir hier? Wo geht's denn da hin? Was steht da? Die unsterblichen Schwarzmarschen. Nein, da will ich noch nicht hin. Ich will erstmal der Frau nachlaufen. Ich wollte nur mal gucken, ob hier noch was Schönes ist. Aber im Nichts, wie gesagt, gibt's ja nichts Materielles. Da gibt's ja nur diese Schreine, wenn überhaupt. Ja, aber so ein paar Stadt-Upgrades hab ich auch nicht wirklich was gegen. So ein bisschen mehr Magie vor allem. Magie und Willenskraft, der Rest ist mir sowas von wurscht. So, gute Frau. Da sind wir. Und hier seid ihr. Meine kleine Falle schnappt zu.
Welche Ironie! Ich habe während meiner gesamten Existenz nach einem sterblichen Magier gesucht, von dem ich Besitz ergreifen kann. Und nun lauft ihr mir direkt in die Arme. Denkt ihr wirklich, ihr könnt mich besiegen? Ihr seid in der Überzahl, das ist wahr. Und ihr Sterblichen seid alles andere als schwach. Nun gut, soll die Baroness euch haben. Ich labe mich dann an dem, was übrig bleibt. Ja, was will ich dir überhaupt geraten haben, Olde? Magie! Ja, schön. Wollte die mich jetzt ernsthaft angreifen? Gut, ich meine, ich habe sie eingeschüchtert, aber... Naja, also Dämonen, vor denen habe ich überhaupt keine Angst. Ich habe eigentlich vor gar nichts mehr so wirklich Angst. Vielleicht vor so einem kleinen Erzdämon oder sowas. Hallo? Könnt ihr mal aufhören, bitte? So, die müssen aber immer gleich so blöd hier rumzirkeln, ne? Dass man sie ganz schlecht anvisieren kann. Ah! Hallo? So. Ein Sarg, so. Ach, guck mal, hätte ich gar nicht gebraucht. Was ist denn hier drin? Ich kann die Särge öffnen. Interessant. Aber sonst ist da nichts mehr. Na gut. Ach, ich denke auch nicht, dass es Sinn machen würde, wenn ich jetzt umdrehe und oben durch den anderen Eingang da rausgehe. Komme ich da durchs Haus durch oder wäre jetzt da wieder zu gewesen? Naja, wir werden ja sehen, wo wir jetzt rauskommen. Es macht ja, wie gesagt, nicht sehr viel Sinn, wenn ich jetzt einfach hier doof in der Gegend rumspaziere. Da wäre ich jetzt... Hä? Da sind wir. Ach so. Hier sind wir rein und hier wäre wahrscheinlich zu gewesen, oder? Mal gucken. Oh. Halt! Wer betritt die Schwarzmarschen? Das sind überhaupt nicht mehr die Schwarzmarschen, oder? Das hier sind... Ich weiß nicht, wo hier ist. Wir sind ihr schon so lange hier ausgeliefert. Ich habe fast vergessen, wie es vorher war. Es gibt einen Geist, der gekommen ist, um uns zu befreien. Vielleicht könntet ihr ihm ja helfen, wenn es doch nur möglich wäre. Das ist ja mal interessant, Leute. Hört mich an! Sie ist das leibhaftige Böse! Ich habe gesehen, wie sie dort drin zahllose, grauenhafte Dinge getan hat! Kann's etwa sein? Ich würde es niemals wagen, Herren. Ich verspreche es. Kann's etwa sein, dass diese Baroness die ganzen Menschen hier einfach so gefangen hält? Das ist ja interessant. Über das Dorf in den Schwarzmarschen. Die Schwarzmarschen sind ein trostloser Ort, der so feucht ist, dass man die klamme Kälte bis in die Knochen spürt. Selbst wenn man seine Kleidung eine Woche zum Trocknen aufhängt, ist sie danach noch immer kalt und feucht. Ich hatte Martan für verrückt erklärt, als er mir vorschlug, dorthin zu ziehen. Ich weiß, es ist ein schrecklicher Ort, hat er gesagt, aber man kann dort durch Torfstechen eine Menge Geld verdienen. Und bei dem klammen Unterkleidern des Bauers, er hatte recht. Naja, gut, ich weiß nicht. Geld oder Leben? Das ist für mich eigentlich keine große Frage. Nun, naja. Wenn ihr mir nicht helft, mein Baby zu finden, dann gehe ich eben direkt zur Baroness. Ja, dann geh zur Baroness. Ich meine, du wirst sehen, was bei rauskommt. Ich hab dein Baby nicht. Nur mal so am Rande. Ich bitte vielmals um Verzeihung, Herren. Hä? Wie ungeschickt von mir. Du hast doch gar nichts gemacht. Du stehst doch nur rum. Na gut. Ach, guck mal, da geht's gar nicht raus. Ahaha. Willenskraft. Sehr schön. Wahrscheinlich gibt's hier von jedem Stadt quasi zwei Stück. Na gut. Dann rede ich mal mit denen. Was? Geist der Gerechtigkeit. Ah, Leute. Oh, ich sag jetzt mal nichts. Wie gesagt, das wäre vielleicht ein bisschen spoilern für Dragon Age 2. Beziehungsweise, ich wurde durch Dragon Age 2 bei der Subs schon ein bisschen darauf gespoilert. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich hab's mir schon gedacht. Weil... Ja, es lässt ja eigentlich nur darauf schließen, wenn man Anders in Dragon Age 2 kennenlernt. Na gut. Das Anwesen wird euch nicht beschützen, Hexe! Kommt heraus und gesteht! Wir fürchten euch nicht länger! Die Hexe versteckt sich! Schlagt die Tür ein! Seid vorsichtig, Freunde! In ihrem Versteck ist die Baroness mächtig! Und das weiß sie! Dort drin sind wir in Gefahr. Und wen haben wir hier? Weitere Diener der Baroness? Oder noch mehr hilflose Seelen, die von ihr gequält wurden? Sehe ich aus wie eine hilflose Seele? Nein, das tut ihr nicht.
Ich bin Gerechtigkeit. Ich habe voller Zorn mit angesehen, welches Unrecht diesen armen Leuten widerfahren ist. Ich werde ihnen helfen. Wir lebten einst in der wirklichen Welt und die Baroness herrschte über uns. Sie hat unsere Kinder verschleppt und mit ihrem Blut dunkle, böse Magie gewirkt. Als wir schließlich ihr Anwesen niederbrannten, hat sie einen letzten Zauber gesprochen, der unsere Seelen hierher brachte. Wir sind seitdem hier gefangen und stehen noch immer unter ihrer Herrschaft. Dieser Geist kennt das nichts. Wenn wir ihm helfen, hilft er möglicherweise auch uns. Ich denke ja, dass die Baroness unsere beste Chance ist, hier wieder rauszukommen. Immerhin hält sie diese Leute ja auch hier gefangen. Sagt mir, Fremder, werdet ihr unsere gerechte Sache unterstützen? Die Baroness und ihre Diener sind mächtig, aber ihr scheint äußerst fähig zu sein. Eure Hilfe wäre uns willkommen. Das ist eigentlich keine Frage. Ist die Baroness eine die Baroness ist eine Blutmagierin aus der wirklichen Welt? Aus der Welt der Sterblichen, so wie all diese Leute auch. Wir haben in einem Dorf in den Schwarzmarschen gelebt und die Baroness hat über uns geherrscht. Das ist so lange her, dass es uns fast wie ein Traum vorkommt. Wir haben uns schließlich gegen das Böse in ihr aufgelehnt und dafür hat sie uns dies hier angetan. Ich weiß nicht einmal, was aus unseren Familien geworden ist. Oh, ich bin mal ehrlich zu ihr, das Dorf ist überwuchert und seit langem verlassen. Ist es schon so lange her? Wie viele Jahre sind wir hier schon gefangen? Habt Mut, gute Frau. Die Gerechtigkeit wird euch eure Rache und eure Freiheit bringen. Werdet ihr uns helfen, Fremder? Wir werden eure Hilfe benötigen, um dieses Unrecht zu sühnen. Ich find's ja auch lustig, die stehen hier die ganze Zeit rum und schreien. Also ich weiß ja nicht, ob die das schon seit Dekaden tun, aber... Naja, wahrscheinlich haben die auch nichts Besseres zu tun. Hier muss man ja nicht essen oder schlafen. Was genau habt ihr vor? Diese guten Leute waren schon zu lange in den Klauen dieser Zauberin gefangen. Ich will sie befreien. Es war wie ein Albtraum, der einfach nicht enden wollte. Bis Gerechtigkeit zu uns kam, wussten wir nicht einmal, dass es nicht real ist. Ich konnte nicht länger ein untätiger Beobachter sein. Die Zauberin ist in ihr Versteck geflohen, aber sie wird nach Vergeltung trachten. Deshalb müssen wir handeln, Fremder. Ich weiß zwar, dass Anders dagegen sein wird, weil sie ist ja immerhin eine Magierin und ist ja eigentlich dagegen, wenn der Magierin Unrecht angetan wird, aber irgendwie war sie auch nicht gerade nett zu den Leuten. Ich will erst noch ein bisschen rauskitzeln. Ich muss einen Weg finden, das Nichts zu verlassen. Zu verlassen? Ah, ich verstehe. Ihr kommt aus der Welt der Sterblichen, ebenso wie diese aufrechten Leute. Wurdet ihr ebenfalls von der Baroness hierher gebracht? Kennt man eure Baroness zufällig auch als die Mutter? Soweit ich weiß, hatte sie niemals Kinder. Sprecht ihr vielleicht von einer anderen Hexe? Eine, die euch Unrecht getan hat, so wie diesen Leuten Unrecht getan wurde? Diese Männer und Frauen sind tot. Und dennoch hält die Eitelkeit dieser Zauberin ihre Seelen gefangen. Bis dieser Geist zu uns kam, waren wir hilflos, eingesperrt in diesem endlosen Albtraum. Doch nun können wir handeln. Ich weiß nicht, wie man durch den Schleier zurück in eure Welt kommt. Solltet ihr uns allerdings jetzt unterstützen, verspreche ich euch, dass ich euch bei eurer Suche helfen werde. Das genügt mir. Ich werde euch helfen. Dann verfügen wir über die nötige Stärke, um die Baroness offen anzugreifen. Oh ja, ein offener Kampf. Das gefällt mir. Weniger Gerede, mehr Gemetzel. Sie haben doch gerade gesagt, dass sie eine böse und mächtige Hexe ist. Und die wollen wir wirklich verärgern? Wir können sie besiegen und sie dazu zwingen, uns mit ihrer Magie zu helfen. Oder soll ich sagen, ach komm, das wird lustig? Ach komm schon, das wird lustig. Was ihr da als lustig bezeichnet, sieht aus meiner Perspektive eher nach dämlich aus. Ach, Mimimi. Ich plane, das Tor zu stürmen. Seid ihr dazu bereit? Ich weiß, dass jetzt Anders wieder stinkig sein wird, aber... ich bin gleich wieder zurück. Wie ihr meint. Aber zaudert nicht allzu lange. Die Gerechtigkeit wartet. Achtung! Oh, was? Anders ist nicht verärgert? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie minus 20 Anders oder sowas. Naja, gut, liebe Leute, ich mache deswegen hier nochmal einen kleinen Cut.
Also habe das Gespräch beendet wegen dem Cut, so. Ja, wäre jetzt doof, wenn ich irgendwelche Ereignisse ins Rollen bringe, die dann nicht mehr aufzuhalten sind. Ja, ich würde mich sehr freuen auf ein bisschen Feedback. Gebt mir eine Bewertung auf das Video, schreibt mir vielleicht noch was Nettes drunter und dann geht's auch wirklich bald weiter mit der Baroness hier in den Schwarzmarschen bei Dragon Age Awakening.